Jo, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Prop Night mit Randos. Wir spielen heute als Survivor. Als Jake, den. Oh, irgendwer hat eine Taschenlampe. Nicht eine Taschenlampe. Eine Kamera dabei und benutzt sie jetzt schon direkt. Das ist ja richtig nice. Und wir spielen natürlich wieder gegen den alles bekannten Killer Slender Boy. Ja. Und ich würde sagen, wir setzen uns direkt mal an den Gen. War er da gerade? War klar. Entschuldigung. What? Und raus. Muss 2 Minuten warten, weil ich gegen Hacker spiele. Perfekt. Nimmersatraupe. Danke für den 13. Monat. Someone's hacking over there. Ich glaube auch. Hacker sind tolle Menschen. Spannende Runde. Ich finde, wir könnten ihn auch Slenderman nennen. Einfach als Hommage an Splatterman. Slenderman. Fox ist schon mal. Also jetzt frage ich mich auch, was sind denn deine Fragen? Was sind denn das hier für Fragen? Warst du schon mal in der Schweiz zu? Wieso hast du Logitech-Kopfhörer? Warum atmest du? Warum hast du Haare auf dem Kopf? Warum bist du Papo? Kriegst du Verhör hier? Wieso nicht? Fox ist schon mal, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich atme gar nicht. Okay, sorry. Foxy Streamer, wie alt bist du? Warum hast du einen grauen Pullover an? Weil ich keinen grünen hatte. 16 Jahre. Ja, ehrlich mal. Wieso hast du Haare auf dem Kopf? Ich weiß es nicht. Wir könnten auch Skifahren gehen in der Schweiz, so als Community treffen. Auf keinen Fall. Warum hast du keine Maske auf? Weil ich im Innenraum bin. Hier muss ich keine Maske tragen. Hier ist keine Maskenpflicht in meiner Wohnung. Oh Mann, ey. Ich habe gar keinen Strom in meiner Wohnung. Es ist gelogen, Fedosch. Kein Strom in meiner Wohnung. Skorpinier ebenso. Gezielt abgelehnt. Wieso liegt hier Strom? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dir geht es gut, Papo, und bist nicht krank, wie es in dieser Zeit üblich ist. Naja, ein bisschen schon. Ich frage mich gerade, ob das wirklich gehackt war oder ob das einfach ein Fehler war. Ich habe momentan richtig den Struggle, dass ich morgen schon wieder nichts esse. Und das ist eigentlich überhaupt nicht gut. Schon wieder Abtei. Crazy! Oh. Sorry, ich war zu gut für das Spiel. Oh, ich spiele Killer. Ach komm, wir spielen mal den Monne. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, ist dumm. 1000 tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Also muss man fragen, um sie zu verstehen. Wer, wie, was, der, die, das, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt. Das kannst du auch mal in eine richtige Runde reinhacken. Ich will es versuchen. Okay, so, ready? Hallo, meine lieben Freunde, willkommen zurück zur weiteren Runde Prop Night. Heute als die Nonne unterwegs. Die kann übrigens rumfliegen. Ist da gerade ein Pilz hingesprungen?
Und da ist eine Flasche. Okay. Okay, man muss, glaube ich, länger fliegen. Okay, ein Schlag und der nächste Schlag. Beziehungsweise wir können auch einfach E drücken, weil wir dann, weil, ja, so ein kleines Ding hat halt kein Leben. Easy. Okay, wir checken da nochmal. Da ist sogar was. Oder? Okay, da ist nichts. Guck mal, hier liegt ein Pilz. Okay, ist nichts. Gut, dann checken wir mal den Gen da hinten. Weil hier ist, glaube ich, niemand dran. Oh, warte mal. Nee. Das ist halt komisch, dass man hört, dass da... Gut, dass sie die Tür zugemacht hat. Warte mal. Das ist natürlich jetzt ein bisschen fies, dass ich da nicht rankomme. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich kann sagen, was ist denn das für ein Mist? Dass ich, ey, das ist ein gutes Game Design, meine Freunde. So. Okay, die haben jetzt den ersten Gen fertig gemacht. Hat jemand einen Skillcheck verkackt? Willst du nicht weglaufen? Okay, offensichtlich nicht. Ist anscheinend ein Anfänger, so wie es aussieht. Und du kommst mal hier drauf. Let's go. Dann treten wir dagegen, dann verfluchen wir den danach noch, würde ich sagen. Und brechen wir den nochmal und schauen uns weiter um. Was ist mit dem hier hinten? Keiner dran. Okay. Guck mal, da, an dem bleiben wir dran. Okay, haben wir. Easy. Dann haben wir hier auch noch einen Stuhl. Guck mal, ich bring dich sogar durch die Münze. Kannst du einsammeln nebenbei. Macht sie nicht. Wo ist der noch angemacht worden? Der ist noch angemacht worden. Okay. Die da hinten ist immer noch drauf. Wurde jetzt gerettet. Nochmal brechen. Und ich glaube, wir gehen jetzt zu dem Gen wieder nach da hinten. Nochmal den verfluchen. So, hier ist niemand. Okay, dann dahin. Okay, jetzt haben sie da hinten noch wen gerettet. Hier ist keiner dran. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal rüber zu dem da, ne? Auch wieder keiner dran. Okay. Okay, die ist offensichtlich nicht so das Gelbe vom Ei. Spieler, skilltechnisch. Und ich glaube, ist sie schon tot auf dem Hook, weil sie spät abgehangen wurde? Nee. Okay, schlagen wir nochmal. Nee, brauchen wir nicht gegenschlagen, ist keiner dran gewesen. Nochmal darüber gehen.
Ist kein Fortschritt dran. Damn. Okay, hier haben wir wen. Irgendwer ist hier. Muss noch mal umgucken gleich. Eine der Kisten vielleicht? Okay. Oh, das ist schon wieder die Anfängerin, wenn ich das richtig sehe. Okay, also dass ich den da drüben jetzt nicht gefunden habe, ist natürlich ein bisschen belastend. Aber okay. Hier ist keiner mehr dran gegangen. Okay, wir gehen nochmal hier rüber. Okay. Tja, irgendwo hier ist einer. Hat sich irgendwas verändert? Okay, wollte gerade sagen, warum sollte da hinten ein Brot liegen? So, das Buch ist auf jeden Fall immer da, das weiß ich. Hier ist keiner dran. Brechen wir den nochmal. Und dann gehen wir mal wieder rüber checken. Oh, da fliegt jemand schon hin. Okay. Oh, schön hinterher gesprintet. Und weggesnackt. Und du kommst hier hinten auf den wunderbaren Stuhl. Auf den Operationstisch. Stuhl. Tisch. Stuhl. Hypnosestuhl. Okay, versuchen wir den nochmal. Ich werde hier nochmal schreien gleich, wenn ich es abhab. Das ist alles hier. I got her. So, sehr gut. Wo ist denn der nächste Stuhl? Da, ne? Warum struggelt sie nicht? Hm. Okay. Okay. Oh, wurde sie befreit? Sie hat sich selbst befreit, oder? Ich glaube, ich habe sie da hinten gerade gesehen, oder? Okay, muss kurz aufladen. I got her. I got it from my mama. Okay, müssen sie da anbringen. Hör auf rumzuzappeln. Hör auf rumzuzappeln. Glaube an Gott, den Heiligen Vater. Okay, den können wir versuchen. Ich höre was.
Okay, lass uns lieber die Generatoren ablaufen. Also das Fliegen mit der Nonne macht halt richtig Spaß, muss ich sagen. Also, dass sie sich halt schon wieder zum Brot macht, weiß ich nicht, mein Freund. Weiß ich nicht. Da halte ich für nicht so eine schlaue Idee, einfach schon wieder dasselbe Objekt in dieser Ecke zu sein, in derselben Ecke zu sitzen. Ah! Weiß nicht. Das hätte man besser machen können. So, ist hier irgendwas, was hier normalerweise nicht steht? Ich glaube, ich werde gleich mal schreien. Deswegen warten wir kurz. Okay, ist niemand hier. Dann gehen wir mal wieder weiter. Dann war es mal wieder, ne? Hier war keiner dran. Checken wir nochmal den Jenny hinten. Hier sind immer gerne Leute dran. Nee, keiner. Okay, soweit läuft das ganz gut. Soweit läuft das doch ganz solide. Einfach nur die ganze Zeit diese Requisitenmaschinen ablaufen. Guck mal. Der wurde gerade fertig gemacht. So. Da habe ich doch kleine Bewegung gesehen. Dachte mir so, okay, gönne ich mir. So. Bist du der Letzte? Ach, du bist der Letzte. Ja, gut. Dann haben wir es ja. Ich dachte, es wären noch zwei Leute am Leben, aber never mind. Ab in den Himmel. Geil, Leute. Eine richtig starke Runde. Also Nonne macht sehr viel Spaß zu spielen. Gerade das Rumpfling ist sehr cool. Du kriegst halt gute Info durch den Schrei, wenn du an einer Requisitenmaschine bist. Dementsprechend, ja. Sehr, sehr nicer Killer. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr natürlich auch disliken. Abonniert den Kanal für weiteren Content, um nichts mehr zu verpassen. Und schreibt gerne einen Kommentar in den Algorithmus, in den Algorithmusbereich. Versteht ihr, wie ich meine, ne? Aber wir sehen uns in dem Video. Haut rein, bis dann und tschüss.